Sie für heute Nacht fertig, Sir? Soll ich das Weihnachtsessen aufwärmen? Nein, es wird eine lange Nacht, Alfred. Ich bin gerade einem menschlichen Krokodil begegnet. Das behauptet, Black Mask habe Killer auf mich angesetzt. Ja, das menschliche Krokodil heißt Killer Croc. Ich heiße Mad and Sirius und heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Arkham Origins. Es wird eine lange Nacht. Das ist doch meine Ansage. Gut. Was nehme ich als erstes? Unterstützung, Verbesserung, alle gesperrt. Wait, what? Ah, hier, Kampfpanzerung. Kampfpanzerung ist immer gut. Die mache ich auch meistens so als erstes. Gut. So, wir müssen an den Bettcomputer wegen diesem Teil da. Das sieht aus wie der Bettcomputer. Auftragskiller, Sir. Und mehrere davon? Stimmt genau. Und das wissen Sie aus dem Mund eines Krokodilmanns? Sein Name ist Killer Croc. Und er sitzt schon hinter Gittern. Puh, sein Zellengenosse, tut mir leid. Mir nicht. Jetzt will ich wissen, wem diese Drohne noch gefolgt ist. Jeder von Ihnen kriegt einen Umschlag. Sie müssen ausgeliefert werden. Heute noch. Alles Auftragskiller. Die Besten im Geschäft. Black Mask scheint es wirklich ernst zu meinen. Slade Wilson, Deathstroke, Ex-Militär, Teilnahme an gescheitertem medizinischen Experiment. Gescheitert, sagen Sie? Garfield Linz, alias Firefly. Körper zu 90% verbrannt. Seine Besessenheit wird noch sein Ende sein. Was bestimmt nur auf ihn zutrifft. Dieser Name sagt mir nichts. Copperhead. Komisch. Diese Berichte erwähnen einen Mann, keine Frau. 14 Ausbrüche, hm? Dann versuch doch mal hier... Was zum... Floyd Lawton, alias Deadshot, soll ein erfahrener Scharfschütze sein. Wie zum Himmel? Bedeutender Attentate verdächtigt. Gefährlich, aber leichtfertig. Straßenschläger namens Lester Baczynski nennt sich selbst den Electrocutioner. Schockierend. Shiva. Ihr Geschick ist unerreicht. Bane, hier in Gotham. Warum sollte er als Auftragsmörder arbeiten? Anstaltsleiter Joseph? So muss Black Mask ins Gefängnis gekommen sein. Er nutzt Folter zur Einschüchterung und zum Vergnügen. 8 Killer sind hinter Ihnen her. Was werden Sie nun tun? Ich werde herausfinden, wer die Drohne gelenkt hat und alles erfahren, was Sie wissen. Und danach finde ich Black Mask und mache dem Ganzen ein Ende. Acht Killer, ich habe gerade mal drauf geschielt. Auch wenn es wohl offensichtlich ist, aber Ihnen ist schon klar, dass, da wir beide als Einzige die wahre Identität Batmans kennen, all diese Killer scheitern werden, wenn Sie einfach heute Nacht hier bleiben. Sie werden Unschuldige gefährden, um mich anzulocken. Das kann ich nicht riskieren. Und Sie halten es für eine bessere Idee, sich selbst in Ihre Fadenkreuze zu begeben? In Gotham gibt es nur eine Person, die an sowas herankommen kann. Der Pinguin. Er hat Black Mask beschattet. Ihr nächstes Ziel, ein Treffen mit Pinguins Männern am Jezebel Plaza. Ich bringe sie zum Reden. Ich habe gerade mal auf das Blatt geschickt. 50 Millionen. Ich weiß, was ich tue. Nun, falls Sie Ihre Meinung ändern sollten und lieber trainieren wollen, lasse ich Ihre Trainingseinrichtung aktiviert. Okay, jetzt haben wir es. 50 Millionen dafür, dass Batman heute Nacht stirbt. Garderobe. Kannst du den anderen Suit schon benutzen? Ich würde sagen, wir benutzen den. Sollen wir das machen? Das machen wir. Habe ich den jetzt an? Sollten
Ah, ist ja auch egal. Wir haben einen Anzug, der ist hübsch. Wir müssen zur Plaza. Sir, um Ihnen das Vorankommen zu erleichtern, habe ich für verschiedene Teile der Stadt Autonav-Punkte eingerichtet. Einer von Ihnen sollte Sie direkt zum Jezebel Plaza bringen. Sehr gut. Alfred, ich hoffe, ich sehe es auch. Die Funktürme, die Sie für Ihre Autonavigation verwenden, senden ein Störsignal aus. Sturmschäden? Sie müssen wohl dahin und es selbst herausfinden, Sir. Verstanden. Einer ist ganz in der Nähe. Was stört denn hier unser Signal? Deaktiviere den Störsinn. Ah, drei bewaffnete Gegner. Kann ich nicht lesen. Kein Problem. Was zum... Und die Geißeln! Siehst du das auch? Was zum Teufel ist das? Ich werde abdrücken, ich bluffe dich! Okay. Ein paar Rauchbomben könnten meine Bewegungen verbergen. Ich muss nach oben aus der Gefahrenzone. Wen er nicht sieht, kann er nicht erschießen. Wenn ich frontal angreife, werde ich ganz sicher abgeknallt. Und die Geisel wahrscheinlich auch. Aber einen Angriff von oben erwarten sie nicht. Das tut nie irgendjemand. Gehört das Ding da draußen zu dir? Sind Sie irre? Das ist nur ein Wartungsauftrag. Das ist alles. Lüg mich ja nicht. Hol mir mal als erstes den mit der Geisel. Komm mal her. Nein, scheiße. Nein. Ich wollte gerade sagen, guck, dass du hier rauskommst. Nur gerade die Frage, wie weit sehen die mich? Ich kann mich durch den Lüftungsschacht an den Geiselnehmer heranschleichen. Okay. Sicher, dass er mich hier nicht sieht? Ja, wer fake. Was zum Teufel war das? War das der, der uns angeheuert hat? Geben Sie sich in Sicherheit und rufen Sie die Polizei. Die müssen wissen, was hier los ist. Okay, mach ich. War doch nur ein einfacher Wartungsauftrag. Den Turm reparieren, rein und raus. Wer du auch bist, kommst du mir zu nahe, bring ich dich hier hoch. Ah, schön, genau. Schnell. Ich heraus. Hey, Vince, hast du Charlie gesehen? Mach hier auf. Ah, ich kann den schön. Turm reparieren. Was immer Sie wollen, tun Sie mir einfach nicht weh. Ich will nur, dass Sie sich in Sicherheit begeben. Ich glaube, das musst du dem nicht zweimal sagen. Jetzt ist der da oben dran. Oh, ich ahne, was jetzt kommt. Auch eine interessante Weihnachtsdeko. So. Gehen wir mal stark davon aus, das Problem liegt hier. Kontrollraum. Ich glaube nicht, dass die Störung durch das Unwetter verursacht wurde. Ich sollte das hier als Tatort betrachten. Ich sollte zunächst das Opfer identifizieren. Okay. Das Opfer heißt David Shannon, Angestellter von Gotham Optics, hergeschickt, um einen Funkturm zu reparieren. Aber was hat ihn umgebracht? Ich sollte die DNA-Reste an der Wand scannen. Wo sind denn da? Ach, da. Oh, Verbrechen rekonstruieren. Kann er damit? Cool. Das ist wirklich geil. Die Analyse des Einschlags zeigt, dass das Opfer durch eine Explosion getötet wurde, deren Ursprung bei dieser Zugangsklappe liegt. Ich sollte sie scannen. Sprengstoff?
Die Explosion wurde wohl durch die Verwendung einer Schlüsselkarte ausgelöst. Irgendjemand wollte scheinbar nicht, dass der Turm repariert wird. Und dieser jemand scheint Fingerabdrücke hinterlassen zu haben. Alfred, ich lade einige Fingerabdrücke zur Analyse hoch. Sag mir, zu wem sie gehören. Gewiss, Sir. Die Datenbank wird durchsucht. Und da wären wir. Sie gehören zu einem gewissen John F. Baker. Ein eher unauffälliger Kleinkrimineller. Nur, das ist seltsam. Was ist seltsam? Mr. Baker ist tot, Sir. Sein Leichnam wurde vor nicht einmal einer Stunde im Diamond District gefunden. Sieht aus, als würde jemand Spuren verwischen. Ich kann die Fallen mit meinem kryptografischen Sequenzer umgehen. Aber dazu brauche ich den Verschlüsselungscode von der Schlüsselkarte des Opfers. Ich sollte den Tatort untersuchen. Okay. Ich hab eine Idee, wie wir die finden. Na bitte, komm zu Papi. Batman, hier ist niemand. Ich glaube, das Ding kannst du einfach aus der Wand reißen. Also, mein Verdacht. Auf dieser Karte sind die Codes, die ich brauche, um die Zugangsklappen zum Funkturm zu hacken. Gut, der Tatort ist abgeschlossen. Wir gehen trotzdem auf Abstand. Ja, unglücklich. So kann man es auch nennen. Alfred, nimm Kontakt mit der Polizei auf. Informiere sie über den Toten und schick die Daten meiner Analyse. Natürlich, Sir. Bedeutet das, Sie haben den Ursprung der Störung entdeckt? Ich denke schon. Okay, die Tür ist... Na, vielleicht hätte er sie ja aufgebrochen, auch wenn er verschlossen steht. Okay. Tätige Sicherheitskonsole. Nach der letzten Explosion gehe ich mal ein bisschen auf Abstand. Sieh an! Der König der Raufbolde persönlich! Wie viele Wände hast du auf dem Weg hierher zertrümmert? Wie viele Köpfe eingeschlagen? Immer das Gleiche mit euch Typen. Ich hoffe, du hast nicht vor, meinen Turm anzufassen. Ha! Das ist dem letzten Typen auch nicht so gut bekommen. Wer spricht da? Aber das würde doch alles verraten. Meine Informationen sind nie kostenlos. Ich bin wie ein Mysterium. Eins, das du nie lösen wirst. Enigma also. Riddler. Du hältst dich wohl für sehr clever. Aber wer ist jetzt clever? Ich habe in der ganzen Stadt solche Türme übernommen. Solange sie aktiv sind, ist dein Batwing nutzlos. Und das wird wohl auch so bleiben. Ich meine, dieser hier fleht dich geradezu an, abgeschaltet zu werden. Und du schaffst es einfach nicht. Wie überaus witzlos. Fleht dich an, abgeschaltet zu werden. Flugverbot? Black Mask wird das nicht gefallen. Wovon redest du da? Das wüsstest du wohl gerne. Funktioniert der Turm wieder? Der Störsender ist offline. Jetzt kann ich mit dem Batwing herfliegen. Diese Relais sind Teil eines dezentralen Sicherheitssystems, was sie wohl beschützen. Da muss Enigma sein Lager aufgeschlagen haben. Ich sollte mal vorbeischauen. Okay, Enigma, also auch hier der Riddler. Wie ich sehe, haben Sie die Kontrolle über den Batwing wiederhergestellt. Geht's dann als nächstes zum Jezebel Plaza? Das ist der Plan. Andererseits habe ich auch eine Spur zu Enigma. Machen Sie sich keine Gedanken, Sir. Am Ende werden Sie ja sowieso wieder beides erledigen. Sehr optimistisch von Alfred. War's das oder gibt's hier noch was? Und hier kommen wir raus. Mir läuft die Zeit davon. Ich sollte zum Jezebel Plaza. Ja, zum Jezebel Plaza oder Enigma, das weiß ich noch nicht ganz genau. Das erfahren wir, da geht's dann im nächsten Part weiter. So machen wir's. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.